ÖBB Immobilien setzt weiter auf Wohnungsentwicklung und Nachhaltigkeit. Das waren die großen Themen der ÖBB-Pressekonferenz in München. Die Liegenschaftsreserven werden zu Wohn- und Lebensräumen. Größtes Projekt hier ist klar der Nordwestbahnhof mit einer Fläche von rund 44 Hektar. Wir sind ja jetzt nicht bei allen diesen Stadtentwicklungsgebieten, aber bei den größeren, wie eben zum Beispiel dem Nordwestbahnhof, unterlaufen wir das UVE-Verfahren, wo wir ganz klarlegen müssen, was diese Entwicklung für Auswirkungen für das Umfeld, für die Umwelt hat und sicherstellen müssen, dass alles in einem erträglichen und verträglichen Ausmaß bleibt. Nächster Halt: Bundesländer. Auch hier sollen nicht mehr genutzte Grundstücke in Wohnflächen umgewidmet werden. Anhand des am Städten-Prototypen versucht man zu eruieren, ob Mixed-Use-Quartiere auch in anderen Bundesländern funktionieren können. Weitere Pläne gibt es für Linz und Villach. Ganz einfach, weil es das erste ist, dass wir jetzt außerhalb der großen Hauptstädte machen, sondern in einer sogenannten Secondary Cities, wo wir aber auch sehen, dass auch diese Städte sehr interessant sein können für Stadtentwicklungsgebiete. Und das Konzept ist halt, dass sich am Städten vielleicht nicht gar so sehr von anderen Städten dieser Dimension unterscheidet, sodass das Modell und das Konzept von am Städten übertragbar und replizierbar ist. Unser Wunsch wäre natürlich, das erfolgreiche Konzept von am Städten in weitere Sekundärstädte zu tragen und dort ebenfalls zu replizieren. Besonders will ÖBB Immobilien auch dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung tragen. Geschäftsführer Erich Pirkel dazu via Livestream. Das heißt, es geht um Maßnahmen an Bahnhöfen, Haltestellen, Gebäuden und Liegenschaften, um hier ebenfalls zur Nachhaltigkeit und Ressourcen- und Energieeffizienz beizutragen. Erneuerbare Energie ist bei uns stark auf das Thema Stromerzeugung, Photovoltaik fokussiert. Die ÖBB ist und bleibt mit ihren Projekten auf Schiene.